Das hatte ich. Wenn du das nochmal wüsst. Achso, wo ist denn das? Hydron hier, wo ist es denn? Das würde dich freuen, Adi. Hydron, da ist es. So. Als nächstes darf Adi das Spiel Hydronier spielen. So, na? Guck nochmal, ob die Kamera und alles so passt. Ja, da darf Adi frisch ans Werk und ja. Frisch ans Buddeln. Buddeln kann ich. Ich bin der Buddler von Wiesenhof. Der Buddler von Wiesenhof. Was ist mit dir? Riegel. Wie ein Vogel. So. Mach mal 8. Dann neues Spiel einfach drücken. So. Ja, das krieg ich. Ah. Ach so, stimmt. Ich wollte gucken wegen dem Stream, aber im Stream sieht man es noch nicht. Ah, ich guck dann gleich in den. So, oh, ich dachte nur die Rouladen. Rouladen, die Rouladen. Mal auf neues Spiel drücken. Ja. So, viel Spaß in der Welt von Hydronier. Welche Pizza soll ich mir bestellen? Also ich hatte letztens eine Pepperoni-Sucuk-Oliven-Pizza. Kann ich empfehlen. Das Beste. Ember. Außer die Oliven kann ich nur unterstützen. Ember klingt sicher. Ach, da sind gar keine Wegschilder, die zeigen das einfach irgendwie. Okay. Laufen. Gibt's da ein Tutorial oder was muss ich machen? Nein, es gibt kein Tutorial. Ich laufe. Ich wette mit dir, ich bin komplett falsch. Ich denke mal, ich soll eher zum Haus. Nein, du sollst nicht zum Haus, bleib stehen. Rechts drehen. Und da ist dein Anfang. Nein, die Schaufel. Oh. Also, in Hydronier geht es darum, zu graben. Wie die alten Goldfanatiker in Amerika, die das gemacht haben. Da, wenn du da zum Fluss guckst, da ist deine, links, da ist deine Kanne und deine Bürste. Ah. Nein, da rechts, da, deine. Den Eimer machst du voll mit Erde, tust es dann in die Kanne und tust es dann mit Wasser. Genau, du kannst auch den Eimer erst zur Erde bringen. Restlich lässt du Sachen fallen. Genau. Okay. Ja. So, und jetzt Grab, Adi. Grab dir dein eigenes Grab. Okay, der Eimer ist voll. Leg die Schaufel weg. Jetzt geht's zum Eimer. Nee, zum Eimer. Zur Wanne. Genau, zur Wanne. Jetzt hast du es daneben geworfen. Ja, das kannst du, glaube ich, noch in die Hand nehmen, vom Brocken. Genau. Den musst du jetzt, genau, siehst du da, wie bei Dingens einfach fallen lassen. Du musst in die Mitte treffen oder vielleicht erst die Bürste raus tun. Ich bin gut in dem Spiel, Martin. Mhm, ich kann das schon. Genau, so, jetzt ist es drin. Nee, jetzt brauchst du erst noch Wasser. Gut, dass du den Eimer schon in den Fluss geschmissen hast. Ja, das war geplant. Guck, jetzt ist da Wasser drin, das Wasser tust du jetzt da rein. Genau so. Jetzt nimmst du die Bürste. Aha. So, und jetzt wir haben Rechtsklick, also benutzen. Nein, benutzen, nicht so. Wegwerfen. Nochmal. Da, oh. So. Und jetzt kommen dann Mineralien raus. Und das ist der Sinn vom Game. Okay, so. Was mache ich damit? So, nee, stopp, tu das Ding in die Wanne. Genau, jetzt nimmst du die Wanne. Jetzt gehst du in die Stadt. So, da oben ist der Jeweler. Also der Juwelier. Dealer. Und der kauft dir alles ab. Alles. Okay. Alles. Außer die Pfanne. Ist der blöd, ey. So, auf den Tisch musst du dein Hab und Gut stellen. Und da links siehst du, wie viel du gekriegt hast. Da kommt dir eine Münze raus und die kannst du jetzt wieder in den Topf reintun und den Topf wieder mit zurücknehmen. Geil. So, und für die 24 kannst du unten in dem Laden dir jetzt Equipment kaufen. Ein Amboss, ein Schleifstein, eine Spitzhacke, um schneller zu graben, weil tiefer gibt es da besseres Material und alles. Und ja, du kannst übrigens nichts klauen, das hat jeder schon ausprobiert.
Oder da gibt es auch Angelrouten, du kannst auch angeln in dem Spiel, aber mit 24 Cent kommst du nicht weit. Ja, da kostet 86 zum Beispiel. Ja, nee, die Bürste. Eine zweite Bürste. Nein, die Bürste hast du schon. Aber gut, dann hol dir eine zweite Bürste, wenn du einen willst. Bringt das nichts. Habe ich eine Spardose? Oder muss ich das jetzt immer im Eimer haben? Nee, du, also ich hab's immer irgendwo hingelegt. Wer kennt's nicht? Außer dir gibt's keine anderen Leute in dem Spiel. Ja gut, na dann, ran an die Arbeit. Vor allem Alex schreibt, klingt ja nach unendlich viel Spaß. Ja, das ist echt, also ich kann mir nichts Lustigeres vorstellen, Martin, dass du, hey, Schaufel, mach keinen Scheiß. Das ist ein Eimer, tust dein Sand bitte aus, tu den Sand in den Wagen. Oder neben die Landkarte, tust neben die Landkarte. Wir sind im Wagen. Wagen. Martin, auch. Ich bin Profi. Okay. Ah, Mist. Ja. Hast doch einen gekriegt. Hä? Nein, tu das wieder in den Eimer. Warum? Ganz einfach, du. Den Karren jetzt an dir. Deswegen, ja, der Karren ist übrigens neu. Hier nimmst du das Goldstück, tust es wieder in den Eimer. Und jetzt kannst du dasselbe machen wie gerade eben und die Juwelen bleiben einfach drin. Ich hab das Goldstück nämlich auch da drin? Ja, schon, aber ich würde es nicht da rein tun. Na gut, dann tust du halt da rein. So, jetzt nimmst du wieder den Eimer. Ich kaufe mir auf jeden Fall als erstes einen zweiten Eimer. Nee, tatsächlich nicht. Also ich musste dann mal meinen Spielstand zeigen, wo ich das Ganze schon automatisiert habe mit dem Graben. Da muss ich gar nichts mehr machen. Wie? Man kann welche einstellen dafür? Nee, man kann niemanden einstellen. Du bist ja ein... Nein. Oh, das war falsch rum. Hey, hast du jetzt daraus Wasser gemacht? Wow, geil. Du hast die Erde... Dreck ist weg. Du hast die Erde weggemacht. Wie geht das? Mein Dreck ist Magic. Weg. Ein Zauberer verdreht nie seine Tricks, du sollst da stehen bleiben. Ein Profi bei der Arbeit. Ja. Also du bist bei dem Spiel maßlos überfordert, kein Problem, das ist so einfach das Game. Vor allem, wenn man weiß, dass man gar nicht so lange schrubben muss. Nein, da. Nein, du musst Nein, den, da. Der grüne Kreis ist fürs Rein. Man kann nicht hier erdefressende Pflanzen anbauen. Gar nicht, aber. Ich würde die hier anbauen. Gar nicht, aber wenn du willst, können Martin, wir. Martin, der Eimer bleibt nicht stehen. Martin! Der Eimer muss nicht stehen bleiben, du musst übrigens noch ausleeren, das Wasser drin. Ich habe eben auch Wasser in den Dreck gekriegt, also kriege ich das auch hin. Ist interessant, dass du einen Bug herausgefunden hast, womit man die ganze Erde bei Hydroneer eigentlich wegmachen kann. Eigentlich müsste man das wirklich melden. Von der Erde? Ja, die Erde. Du kannst das alles weggraben. Ey! Mach die scheiß Schaufel! Du kannst das alles weggraben und dann tust du es in den Eimer und wenn du den Eimer in den Fluss stellst, weil die Erde kommt ja nicht wieder, weißt du, was ich meine? Ja, die Erde kam auch eben nicht wieder, als da Wasser im Eimer war. Ja eben, deswegen. Du kannst im Prinzip die ganze Erde in Hydroneer entfernen. Okay, aber wer ist so blöd und macht sich die Arbeit? Ja, ich kenne da jemanden, der das machen würde. Let's game it out. Ah, ich darf dabei nur den Karren nicht berühren. Dann nimm mal den Karren hier weg. Mal mit. Ja, tu den mal. Brauchst du dann, wenn du was, eine große Bestellung dann hast und so. Okay. Nein, nicht in den. Ich will, dass noch niemanden im Weg ist, ja? Das bisschen Wasser wird er schon aushalten. Was mit den Fischen im Wasser? Ah, die können am Holz nuckeln. Achso, übrigens, die Fische hier in dem Spiel sind aus Metall. Was? Ja, zeige ich dir gleich. Wenn du genug zusammen hast. Schrubben, du brauchst schrubben, die schrubben. Bürste. Neben dem Blauen. Genau. Ja, jetzt aber mal mit dem Blauen, hä? Ja, genau. Und je tiefer du gräbst, desto wertvoller werden die Materialien. Das heißt, du nimmst das tiefste Loch. Ah, jetzt ersetzt es das Wasser auf wow, einmal. Wow, jetzt hat es auf einmal das gemacht. Interessant. Du blöde Schaufel, verpiss dich. Nein. Nein! Ich will tiefere Materialien, Martin. Nein! Martin! Komm. Mein Eimer! Komm her. Adi, mit einer Spitzhacke geht schneller. Moment. Adi, du machst das wieder zu. Wo ist die Spitzhacke? Kann ich mir schon eine kaufen? Weiß ich noch nicht. Nimmt man den Eimer mit? Und mit, Mädchen. Und geh zum Juwelier und guck, wie viel da rauskommt. Wir kaufen uns was Hübsches jetzt. Ich will eine Spitzhacke, ich will ein großes Loch bauen. Wie habt ihr zusammengefunden? Wegen eurem ähnlichen YouTube-Content? Nein, ich kenne den Lappen hier seit der 7. Klasse. Ja. Leider. Und seitdem, ja, kennen wir uns halt schon die ganzen Jahre über. Ja, wie gesagt, wir waren Schulkameraden und wir haben auch mal in der WG zusammengelebt für 2 Jahre
Und da kristallisiert es sich heraus, dass, guck, da ist eine Spitzhacke. 122. Ich gebe den Tipp, spar auf die Angelrute. Okay, sind Fische mehr wert als Eisen? Nein, aber es geht schneller. Wie viel kostet die Angelrute? Habe ich nicht geguckt. Blöd. Will ich jetzt auch nicht gucken. Ja, dann, ne, mach nochmal Schrupp, Schrupp und so. Wo ist die Schaufel? Wo ist meine Schaufel? Was ist deine Schaufel hin, Junge? Martin, was mache ich jetzt? Hä? Wo ist deine Schaufel hin? Ach da. Ah, eine Wasserschaufel. Geil. Ah, macht das schon ganz gut. Ja, ne? Mach jetzt einen Dreckmann. Ui. Kein Schneemann, sondern eher ein Dreck-P. Ihr wisst schon. Das, was männliches... Ich scheiß mal auf den Sinn vom Spiel. Ich mach jetzt... Männliches Geschlechtsocker. Scheiß mal auf das Spielprinzip. Ich spiele jetzt Minecraft. Wer hat am meisten gekocht in unserer WG? Also in unserer WG hat am meisten der Ofen gekocht. Weil wir haben... Also, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Wir waren so faul zu kochen, dass wir fast immer Fertigpizza hatten, also diese Tiefkühlpizzen. Und wir hatten einen Abstellschrank. Und dieser Schrank war komplett voll mit leeren Pizzakartons. Bis oben hin an die Decke. Das war so geil, die Zeit. Da kamen dann immer die Jungs vorbei, dann haben die bei uns übernachtet und wir haben League of Legends und WoW gezockt und ach, was weiß ich, es war einfach nur geil. Guck mal, ich habe mir eine Treppe gebaut. Nein, das ist keine Treppe. Da habe ich eine viel bessere Übersicht. Du brauchst aber keine Übersicht, wenn du in die Erde rein sollst. Ja, wow, er hat's geschafft. Habt ihr es gesehen? Ne, einmal mitnehmen. Moment. Noch kein Meister vom Himmel gefallen. Und ja, als wir in der WG halt zusammen gelebt haben, da hat Adi dann angefangen, ja, also der Kanal Bro Studios wurde ursprünglich von 5 Leuten gegründet, weil wir eigentlich alle zusammen YouTube machen wollten, aber der Einzige, der sich richtig dafür dann interessiert hat, war Monsieur Adi, unser Bro Studios hier. Schön blöd. Und, was heißt hier schön blöd? Und er hat dann angefangen, halt WoW-Videos zu machen, wir haben ihm halt geholfen halt dann als Kumpels, ne, ist ja klar. Und ja, jetzt ist er so weit, wie er jetzt so weit ist, ne, und ja, ne. Jetzt ist Bro Studios, der eure Zeit verschwendet und der Bro dumme Studios, Witze ist. Der vernichtet. Der war. Ah, Mann. Nicht blöd, du bist kreativ. Eine Angel kostet nur 59. Dann zeige ich dir einen richtigen Pro-Gamer-Tipp. Meine Schaufel, da. Irgendwo da unten. Du bist doch schon weiter unten, also, ja. Gut, dass du deine Treppe dahin gebaut hast. Let's Play, ich weiß gar nicht mehr, ob das überhaupt noch existiert. Ich glaube, ich habe das privat gestellt, weil das halt so cringe war. Nein! Oh, Junge! Nein, meine Edelsteine! Moment, ich bin ausgerutscht. Das kann ja mal passieren. Moment, das haben wir gleich. Was Rotes. Redstone. Oh, ein Rubin. Redstone. Ich mach mir hier eine Stromleitung. Und doch einfach in dem scheiß Eimer. Immerhin verschwindet das nicht alles wie in einem Cooking Simulator. Martin. Wo ist dein Geld? Mein Geld ist weg. Muss irgendwo da sein, irgendwo oben. Da liegt's. Noch ein Goldbrocken und dein Geld. Da haben wir nochmal Glück gehabt, du. Oh, Alter, ey. So. Das wär's jetzt gewesen, ey. So, lass den Eimer da stehen. Speedrun! So, Speedrun kriegst du mit der Angelrute. Guck mal, wie viel die kostet. 52, perfekt. Du gehst jetzt, nimmst eine Angelrute. Gehst da vorne hin auf links. Da drauf. Legst die Angelrute ab. Da kommen übrigens die Sachen drauf, die du kaufst. Nimmst dein Geld, tust es da vorne in den Kübel. Guck, da. Und dann drückst du auf den Knopf. Ja, nimm die Angelrute einfach mit, das langt schon. Okay. So. Jetzt stell dich in deinen Karren auf dem Wasser. Ja, Mann. Ja, das ist mein Ernst. Siehst du, das war mein Plan. So, jetzt zeige ich euch den Ultra-Pro-Gamer-Tipp. Ihr lasst einfach den Wagen im Wasser und jetzt einfach angeln. So, dann schnapp was an und du drückst einfach nur mal linke Maustaste. Jetzt kommt das gute Spiel hier. Martin.
Ist nichts passiert. Mach's nochmal. Okay. Achtung. Achtung. Jetzt! Okay, der ist daneben gefallen. Du musst dich anders positionieren. Tu mal den Wagen aufs Land schieben. Also, wir wollen, also der Pro-Gamer-Tipp ist der, du nimmst die Angelrute, stellst dich in diesen Karren rein und alle Fische landen automatisch in dem Karren. Und das Geile ist, wenn du den Karren ziehst, dann kannst du auch mit Leertaste mit dem springen. Das bedeutet, du springst dann beim Jeweler auf den Tisch und verkaufst alle Fische instant. Du klickst irgendwie falsch. Ich klinge gegen Maustaste, was soll ich da falsch machen? Klickst du jetzt für mich? Aha. Cheater. Nee, Martin, ich spiel. Das ist Cheaten. Zockt ihr später noch nur LOL? Nein, auf gar keinen Fall. Ich hab mich... Das ist ein dicker Fisch, Junge. Ja, genau. Jetzt nimm mal den Fisch in die Hand. Gleich. Also angel erst nochmal. Das ist so geil an den Fischen in Hydronia. Denkst, die sind aus Metall, ey. Leg mir deine Angelrute weg. Nimm den mal, geh mal an Land und lass den mal fallen. Alles klar. Die sind aus Metall, die Dinger. Vor allem die Beschreibung ist geil, die steht unten links. Rot. Da steht einfach nur tot dran. Hatte ich hier doch auch noch einen Fischball. Ne? Ja. Deswegen den Wagen ein bisschen vielleicht rausschieben aus dem Wasser und dann siehst du es besser. Aber das ist halt so der Pro-Gamer-Tipp, weil bis ihr da unten seid, also euch runtergegraben habt mit der Spitzhacke, ist das Fischen viel effizienter. Ja. Auf Hast du eigentlich einen Timer gestellt? Nö. Ja gut. Leute, wie lange spielen wir eigentlich schon? Wie schön, dass wir 30 Minuten machen wollen und das jedes Mal vergessen. Ja, wenn wir auf... Wie viel Uhr haben wir denn? 59. Dann dürfte in einer Minute die halbe Stunde um sein, logischerweise. Ja, dann macht das halt noch. Dann macht das halt noch, angel einen Fisch. Also du bist echt nicht fürs Angeln gemacht, ey. Ich weiß echt nicht, was du... Brotbarsch. Oder, geil, du hast einen Brotbarsch gekriegt. Du hast noch nicht die ganz großen gefangen. Jetzt so einen riesen Fisch gibt's da. So ein Nessie erstmal geangelt. Genau, ja, so ungefähr. Wie eine Sardine. Ich find's auch so geil, du angelst die Viecher und die sind instant tot. Ja, normal. Ja, du angelst da ja, das ist ja keine Angelrute, das ist ja ein Dynamitfass. Kein Wunder, sind die tot. Dynamit gibt's auch im Spiel. Das Ding ist mit Gift gefüllt. Wie sieht man? Warte mal. Ist jetzt genug hier. Ja, genau. So, jetzt nimmst du den Karren. So, und jetzt verfährst du damit zum Jeweler. Also, du musst jetzt auf den Tisch springen. Dann nach links drehen oder rechts drehen. Also, du musst den Karren ganz drauf kriegen. You know what I mean. Genau so. Ja, that's a good. Was ist das? Noch ein Stück vor. Noch ein Stück. Ja, jetzt lass den mal. Verkauf mal. Mal den Karren weg. Ja, das ist alles verkauft. Geil, die sind ja nichts wert. Was ist denn das für ein Handel hier? Wo sind wir denn hier? So, kaufen wir uns noch was Schickes. Pizzack. Ja. So, kannst du dich ganz tief graben. Genau. So, und jetzt würde es mehr Sinn machen halt, er gräbt sich jetzt nach ganz unten. Ich gebe dir einen Tipp, grab dich schräg nach unten, nicht gerade nach unten, weil sonst kommst du nicht mehr hoch. Und ja, es wird ziemlich dunkel da drin. Wird halt das beste Stream-Erlebnis für euch. Komm nicht weiter, Martin. Hm? Echt nicht? Dann ist das die Maximaltiefe. Ist ja von dem Feld. Es gibt Felder, die tiefer sind, die musst du aber kaufen. Ich hoffe mir mein eigenes Grab jetzt. Das glaube ich dir sogar, ey. So, und jetzt kannst du da theoretisch dann, das ist auch noch so ein gutes Werkzeug im Spiel. Man nennt es Bett, weil da kannst du einfach die Nacht überspringen. Und, das ist ja wie in Minecraft, voll geklaut, ey. Jetzt kannst du da die guten Mineralien jetzt unten rausgraben. Nein, auf damit. Ich muss mir eine Treppe bauen. Martin. Ich sehe nichts. Ich wollte gerade sagen. Was ist das denn? Ein Schwert. Was ist das denn? Ich habe ein Schwert gefunden, Martin. Hä? Ich verkaufe das jetzt. Schwertreliquie, sowas habe ich ja noch nie gefunden. Ja, siehst du, jetzt bin ich schon besser als du. What the fuck? Guck mal her, Juwelier, ich verkaufe dir mal ein Schwert, Junge.
Junge, ich hab's Spiel durchgespielt. Die heftigste Reliquie jetzt. Geil. Die ist einfach nicht. Kannst du es trotzdem verkaufen? Drück mal drauf. Nee, schade. Was mach ich damit? Ich glaube, das kann man reparieren. Und dann wieder verkaufen. Beim Schmied? Ah ja, du musst es halt selber schmieden. Du kannst den Schmiedehammer kaufen, einen Amboss und so. Okay, ich lagere das jetzt erstmal irgendwo, wo ich es wiederfinde. Hä? Nee, ich habe ein Schwert gefunden. Ich grabe jetzt einfach alles um und finde irgendwelche Reliquien. Das ist meine Idee. Sollst du nicht noch eine Spritztour machen? Ja, du bist doch am Graben. Ich verlasse es dir. Kann ich mit dem Auto fahren, oder? Ja, natürlich. Ja, warum sagst du das nicht gleich, Junge? Scheiß auf Graben. Hey? Kuh. Kuh? Das soll eine Kuh sein? Ja. Geil. So, der Hydro-Traktor hat funktioniert mit Wasser. Das ja. Wasser da oben drin ist dein Benzin. Ah, alles Wenn's klar. Wenn es leer geht, kannst du es mit dem Eimer wieder auffüllen. Und ja, das funktioniert auch. Du kannst Escape drücken und dann zurücksetzen. Hier? Nee. Ja, genau. Aber wir haben Glück gehabt. So, ab in die Berge, ich mach Urlaub. Ja, genug geschuftet. So ungefähr. Und zwar, wenn du da jetzt rechts in den Fluss reinbiegst, ja genau da. Da rechts ist die große Stadt Bridgeport. ist die große Stadt Bridgeport. Und da gibt es gute Sachen zu kaufen. Was macht mein Auto? Reset oder aussteigen? Nice! Gut geparkt, Bro. Ich glaube, ich muss den zurücksetzen. Nice. Wow, cool, du bist direkt in Brit vorgelandet. Ja, das praktisch. Ist die große Stadt und in der großen Stadt, geh mal raus, drück mal Q. So, links. So, in dem Laden hier, da gibt's so Randrills. Trompeten! Nee, also Wasserleitungen, so Randrills und so Bohrer und so einen ganzen Kram. David. David, ja, Trichter. Und in meinem Spielstand bin ich schon so weit, dass die halt funktionieren. Also wir gehen jetzt auf meinen Spielstand nochmal kurz. Adi. David ist auch so ein Trichter. Ich zeig dir nur kurz, wie ich das automatisiert habe. Ja. Flexen. Ja, erstmal flexen hier. Flexen mit dem Spiel, was keiner kennt. Das hier. Alles klar, ein Kackwurst. Also, das funktioniert folgendermaßen. Ich habe geangelt. Ja, wie ein Bescheuerter eigentlich. und da seht ihr die ganzen Juwelen. Also, es funktioniert folgendermaßen. Diese Wasserleitungen betreiben diese ganzen Maschinen hier, diese Ram-Drills. Die Ram-Drills wiederum holen aus der Erde, die unter ihnen ist. Es kann auch nur so ein kleiner kleines Erdbröckchen sein oder so. Mineral, also Dreck, und das schmeißt du in den Harvester rein und der Harvester tut's dann zu also rauskotzen. Und ja, dann habe ich hier noch, ja, ihr seht selbst, das ist ein Stock, wo ein Magnet dran ist. Dann gehst du hier hin und drückst die genau Maustaste. Dann holst den ganzen Scheiß einfach da raus und schmeißt ihn in den Eimer. So. So, fassen wir kurz zusammen. Du hast eine Ewigkeit gespielt, um am Ende so wenig wie möglich zu spielen. Es geht noch ein bisschen krasser. Habe ich das richtig zusammengefasst? Im Prinzip schon. Ja. Oh, da kann man das entweder jetzt so direkt hier verkaufen, mal sehen, wie viel so ein Ding wert ist. Ah, 530. Ein bisschen mehr als du. Ich habe nachgerechnet, ich bin 64 Kamele wert. Ja. Warum Kamele? Also. Ich weiß übrigens gar nicht mehr, wo mein Geld ist. Ich glaube, ich habe das auch einfach da gelassen. Nee. Rennen. Mit Schiff kann man rennen. Hier gelassen? Oh ja, da sind meine 813 Gold. Moment. Wann baust du dir ein Haus? Auch schon Häuser. Ja, wozu sparst du dann, wenn du damit nichts kaufst? Bekommst du kommst dir. Das ist eine nie endende Schleife. Du investierst immer nur weiter in dem, was du buddelst. Dabei gibst du nie was aus, für was du überhaupt hast. Das ist meine Reparaturkette. Oh, geil, eine Palette. Stimmt! Ja, jetzt weiß ich's wieder. Ich wollte die alle sammeln. Ah, ja, da war ja was.
auch gut aus. Ja, da bräuchte ich eigentlich einen Reparatur-Kit. Das sieht auch gut aus. Da bräuchte ich eigentlich einen Reparaturkit. Ich habe jetzt aber keins. Aber guck, da hat sich schon wieder was angesammelt. Und das passiert hat die ganze Zeit. Im Prinzip müsste ich die ganze Zeit nur dastehen und nichts machen. Und irgendwann werden da so viele Juwelen drin, die ich dann auch mit der Maschine hier pressen könnte zu was anderem, zu verdichteten Rubinen oder so ein Scheiß. Und die sind dann halt mehr wert. Und das, ja. Ja. Genau. Speichern. Escape speichern. So. Ja, das war halt Runier, ne? Ich hoffe, es hat dir gefallen. Jetzt bin ich wieder dran mit meinem Spiel. So. Beenden. Was hatte ich denn noch? Ich weiß es nicht mehr. Moment, warte mal. Hattest du jetzt schon drei Spiele von mir? Mit Gravitas? Harry Potter? Nee, dann wäre das das dritte.